Moin und herzlich willkommen zur Tabelle der Woche. Das ist diesmal die Abschlusstabelle in der Europa League Gruppe F, Saison 2022-2023. Und ihr seht sie hier vor euch. Alle vier Mannschaften haben 8 Punkte erzielt, alle zweimal unentschieden gespielt, alle zweimal gewonnen, alle zweimal verloren. Wechselseitig so verteilt, dass es eben gepasst hat. Feyenoord Rotterdam und der FC Midtjylland aus Dänemark kommen weiter. Lazio Rom und Sturm Graz bleiben in dieser Gruppe hängen. Interessanterweise kann man tatsächlich mit weniger Punkten auch weiterkommen als mit diesen 8 und man kann auch mit mehr Punkten als diesen 8 ausscheiden. Das ist für euch die Hausaufgabe, das mal auszurechnen. Es geht noch extremer, aber es geht kaum mehr ausgeglichener. 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und am Ende bleibt dann unter Umständen trotzdem nur der letzte Platz oder halt auch der erste. Alles ist möglich in dieser wunderbaren Tabelle aus der Europa League.